lieben Damen und Herren, hier bin ich, Amy von Amy J's Creations. Ich bin zurück. Herzlich willkommen. Ich habe so viele neue Zuschauer und neue Subscribers abonnierten. Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist wegen den Adventstürchen. Das war eine wunderbare Idee. Ich bin so froh, dass ich gefragt wurde, mitzumachen. Ich habe auch viele neue kennengelernt. Es war jeden Tag so schön. Und ja, so herzlich willkommen zu meinem Flosstube. Ich habe vieles zu zeigen und wenig Zeit, weil ich muss noch ein paar Sachen machen. Meine Tochter fliegt morgen zurück nach Amerika. Wir müssen noch schnell zu dem Laden ihr Uhr abholen. Es braucht eine neue Batterie und sie will noch ein paar Sachen, die sie zurücknehmen kann. So, aber ich werde versuchen, so schnell wie möglich zu sprechen. So, ich habe viel zum zeigen. Ich fange gleich an. Meine fertigen Projekte. Ja, ich habe all 5 von meinen Schneemännern fertig gekriegt. Die waren alle gebeadet. Ich habe die alle zusammengenäht mit Filzhintergrund. Ja. Ah. Und jetzt, die können nächstes Jahr an meinem Baum hängen. Bei den letzten, das war ein... Oh, ich habe den Muster verloren. Es ist weg. Excuse me, es war weg. Ich konnte es nicht finden. Ich habe es überall gesucht. 2-mal, 3-mal, in jedem Projekttasche, in jeder Ecke. Es war nichts. Ich glaube, weil ich es eben immer bei dem Arzt oder Zahnarzt daran gearbeitet habe, es ist irgendwo liegen lassen. Zum Glück hatte ich, den Weiß war fertig. Und so konnte ich dann einfach auf einem Foto von einem Google Image schauen und ich habe meinen besten Guess gemacht, wo alles hingehört und wie man das fertig macht. Ich habe festgestellt, ganz am Ende, ich habe irgendwas falsch, weil ich habe immer dann diese goldene Perlen benutzt und es gab übrig gelben. Ich habe die nicht benutzt. Ich weiß nicht, wohin die gehören. Aber mir gefällt's. Ich bin zufrieden mit dem. Und es ist gut, dass es der letzte Mill Hill Schneemensch, die ich gemacht habe, weil ich habe den Mill Hill Art und Weise, wie man etwas macht, gekannt. Und das ist, ich glaube, den einzigen Grund, warum ich das ohne Muster fertig hinstellen konnte. Aber ja, das war ein bisschen Panik. Aber jetzt ist er gut. Es sieht vielleicht ein bisschen anders von jedem anderen, aber das ist okay. Ein Einzelstück zu sein, das ist doch schön, oder? Und dann in demselben Tasche hatte ich alles für den letzten Ornament von dem ersten Snug Harbor Crafts Stitch West. Ich war nicht dabei, aber die hatten eine Verlosung und ich habe es gewonnen und hatte dann das Muster und dann genügend Faden, um den ersten ein Ornament fertig zu sticken. Das habe ich schon vor langem gemacht und dann letztes Jahr habe ich den Leuchtturm gemacht und dieses Jahr das letzte, das ist der Anker. Der ist jetzt auch fertig. Es hätte hier unten Merry Christmas sagen sollen. Das habe ich weggelassen, weil ich will es nicht in einem ganz großen, runden Ding fertig machen. Es wäre unmöglich, aber das habe ich schon, bevor ich angefangen habe, gewusst. Ich möchte es nicht so fertig machen. Und so habe ich das weggelassen, weil mit dem wäre es mir zu groß. So, das ist das. Das ist fertig. Und dann, ich habe was anderes zum zeigen. Das ist mein fertiges Projekt. Ich habe wirklich fast den ganzen Dezember dran gearbeitet. Aber es hat nichts mit Nähen zu tun. Es hat keinen Kreuzstich. Aber ich zeige es euch. Das ist der Book Nook. Es heißt Flame Common Room, weil eben die können es nicht Harry Potter nennen, gell? Das ist, Rechtsschutz. Aber eben... Es ist der Common Room von Gryffindor in Harry Potter. Es hat über 20 Stunden gedauert.
Es gibt so viele kleine Holzstücke. Aber, und es gibt 22 Seiten von Anleitungen. Aber das Gute ist, es ist, obwohl es aus China kommt, gell? Und ich habe die Angst, oh, das wird ein Katastrophe, es wird nicht gut. Nein, es war alles so gut und genau und schön. Die Anleitungen waren sehr klar und man macht einfach einem nach dem anderen, nach dem anderen. Und dann ist es langsam irgendwann fertig. Und man kann wirklich drin schauen und jedes Mal sieht man etwas Neues drin. Meine Tochter war total begeistert. Sie liebt es. Und ich habe ihr dann all den Bubble Wrap gegeben und ihr gesagt, sie muss es dann in dem Handgepäck nehmen, damit es heil nach Hause kommt. Aber sie war sehr zufrieden und ich will jetzt einen für mich. So, ich kann die empfehlen, das war sehr gut und ich bin sehr zufrieden. Ja, so, das ist das. Echt, ich meine. Und die Anleitungen sind mit Bilder, mit Fotos und dann ein bisschen Chinesisch und ein bisschen schlecht übersetztes Englisch. Aber der Endeffekt, es war wunderbar. Okay, ich habe auch ganz viel genäht. Und ich werde schnell zeigen, weil mein auf Englisch hat mehr als fast eine Stunde gedauert und ich habe nicht so viel Zeit. So, ich werde nicht so viel schätzen. Das ist sowieso gut. Es spart eure Ohren. Ich habe zuerst eine Tasche für meine liebe, nette Freundin Ine genäht. Mit dem Lace. I don't know. Drauf. Und dann, ich dachte, oh, ich mache eins für mich. Und so, wo ist das? Hier ist es. Ich habe eins für mich genäht. Aber in meiner Lieblingsfarben. Ich zeige das, was drin ist später. Da, auch mit dem Lace da. Ist das die Stoff nicht schön? So, das habe ich genäht. Und dann, dieses Jahr, ich möchte ganz viel neue Projekte anfangen. Weil ich möchte, dass die fertig sind. Und man kann die nicht fertig haben, ohne die zum Starten, gell? Und ich denke auch, es wird vielleicht ein bisschen interessanter, meine Videos, wenn ich mehr Projekte habe zu zeigen. So, ich werde ganz viel anfangen. Das habe ich schon alles aufgekittet. Ein paar Neustarts habe ich, das werde ich zeigen. Und so, dann habe ich gedacht, ich brauche mehr Projekttaschen. Und so habe ich angefangen zu nähen und nähen. Und die Idee war, ich wollte all meine Scraps benutzen, all die Überreste von all den Quilts. Ich habe so viel. Du brauchst keine neue Stoffe zu kaufen und du brauchst nicht in deine große, schöne Stücke zum Schneiden. Du kannst all diese ganz kleinen Teile benutzen. So, ich habe jetzt eins im Grün. Im Blau. Im Gelb nochmals in Blau in diesem Teal. Ach, ich liebe diese Farbe. Oh. Nochmals in Blau, weil eben das ist meine Lieblingsfarbe. Und hier hinten, das ist die Überreste von einem Quilt, die ich meine Tochter gemacht habe. Ich habe die dann alle kleinen Teile aufgehoben. Und endlich dann habe ich, es gibt noch mehr, aber ich habe diese benutzt, um meine Tasche zu machen. Und dann eben, ich werde euch später zeigen, eine von meinen Neustarts ist ein Harry Potter, ist ein Harry Potter Ding und es brauchte dann eine Tasche. Und ich hatte diesen Stoff, es kam in einem Sammlung und die andere waren schöner und ich habe die für andere Projekte benutzt, auf einem Quilt und alles. Aber diese mit dem ausgedrückten Fotos war nicht so genau mein Ding. Aber eben für eine Projekttasche, der Harry Potter ist, ja, das ging. So, aber einige Neustarts habe ich schon. Das erste kennt ihr schon,
die meisten. Das ist der Celtic Christmas von Lavender and Lace. Das habe ich in meinem Adventstürchen gemacht. Vielen, vielen Dank nochmals für all die neuen Abonnierten, Zuschauer. Das war und die liebe Kommentare an meinem Video. Das war so schön. Die deutsch sprechende Flosstube-Community. Wunderbar. Ich habe nichts weiter daran gearbeitet, nur das, was ich in dem Türchen, in dem Adventsdienst gemacht habe. Und das ist diese ganz tolle, schöne, fabelhafte rote Linie. Aber eben, ein Anfang ist ein Anfang, oder? Man kann sie nie fertig haben, wenn man es nicht anfängt. So, das wäre die eine. Dann gingen mein Mann und ich nach Zagreb für unsere Hochzeitsreise, 28 Jahre, und wir sind immer noch sehr verliebt, was schön ist. Und ich dachte, ich möchte etwas, wir gingen, um ein Bryan Adams Konzert zu sehen, zu besuchen, und alle die Weihnachtsmärkte, weil Zagreb hat ganz viel Weihnachtsmärkte. Und ich wollte schon immer nach Kroatien. Ach, es war herrlich. Diese 4 Tage waren herrlich. Und ich habe dann dieses Weihnachtsmarkt, ich zeige es nur schnell, von Twin Peak Primitives mitgenommen. Na, ihre, auf den Muster, die wollten, dass jeder Haus eine andere Farbe hat. Aber wie ihr kennt, in einem Weihnachtsmarkt, alle Häuser sehen fast ähnlich aus und es ist nur das Inhalt, was anders ist. Und die haben gesagt, es sollte auf einem brauntonigen Farbe, ein Beige, gestickt. Und das war nicht weihnachtlich. So, ich habe mich entschieden dann für diese Weiß mit den Schneeflocken drauf. Und weil eben es soll Schnee hier oben auf den Häuser kommen, das werde ich einfach mit einem Glitzergarn machen. Dann geht das. Ich werde 3 verschiedene Farben von Häusern, damit die ein bisschen mehr zusammenpassen. Und diese erste Reihe hier dann ist dieses Dunkelgrün und Hellgrün. Dann mache ich Rot und dann die andere, der dritte Reihe ist dann wieder Grün. Aber ja. Ich habe das nur in die 4 Tagen, die wir in Zagreb waren, habe ich daran gearbeitet. Es war wirklich ein Ferien für uns. Wir haben Stunden verbracht einfach im Hotelzimmer. Es war ein wirklich schönes Hotel. Mein Mann hat gelesen, ich habe gestickt. Manchmal haben wir das Fernsehen geschaut. Wir haben alle Weihnachtsmärkte besucht. Der Konzert war fabelhaft. Er durfte Bryan Adams sogar persönlich kennenlernen nachher. Es war schön. Aber ja, ich werde immer in Erinnerung halten, diese ganz tolle Weihnachtsmärkte. So, das war mal einer von meinen ersten Neustarts. Dann, ich zeige euch den Harry Potter Muster. Das kommt in der neuen Tasche. I solemnly swear I'm up to no good. Ich habe ein ganz kleines Anfang auf einem riesen Stück Stoff. Ich werde das später schneiden, aber bis jetzt habe ich nichts. Keine Zeit dafür gehabt. Ich wollte es einfach anfangen. Das ist wirklich ein kleiner Anfang, aber eben, solange ein Pfad in dem Stoff ist, ist das ein Start für mich. So. Und dieses ist ganz toll. Es hat 6 Farben. Nur 6 verschiedene Farben. Das Ganze. Dann, mein letzter Neustart. Ich meine, weil ich hatte Neustarts, aber die sind schon fertig. Aber Neustarts, die immer noch ein Whip sind. Ich zeige, wo ist der? Ich habe auf YouTube, sie heißt Erika Made Designs, okay? Erika Arndt. Und ich habe ihr YouTube-Kanal. Sie macht Quilts und Nähen und so. Und dann zu Weihnachten hat sie diese Ornamenten. Und schau, die sind alle Quilt und Nähen. Und die musste ich haben. Die musste ich haben. Ich glaube, es war $12 oder so. Und man kriegt, ja, es gibt 12 verschiedene kleine Ornaments. Tipptopp. Und die sind so herzlich und klein.
und ich mache die noch kleiner. Der, die sagen, man soll es auf 14 Count machen. Und ich habe eben, ich wollte die ganz klein, weil die sollen in einer von diesen Tartins, 3 inches, I don't know how much that is. Auf jeden Fall, ich hatte nur diese ganz kleinen und ich habe ganz viel und die sind 2 inches. Und so, statt auf den 14 Count, habe ich diese 18 Count AIDA von XG Design. Das ist ein grün, opalescent. Könnt ihr sehen? Es heißt Frozen Leaves. Das habe ich im Stitch Basel. Und schau, ich habe, der eine ist fast fertig und diese ist auch, es braucht nur so einen Schnur hier an dem Eisen. Und hier, das braucht so ein kleines Tisch da unten, wie hier im Weiß. Es ist ein bisschen hell, man sieht den Weiß nicht ganz, ganz genau auf dem Film, aber im Echt kann man es sehen. Und ich meine, ich liebe Blau, es ist meine Lieblingsfarbe, aber zu Weihnachten, grün, rot und gelb, gold, grün, rot, gold. Und so habe ich dieses Grün genommen. Und eben. Und die werden dann in diesem fertig. Das ist ein. Ich habe ein paar anderen. Ich habe die noch nicht gekittet. Das erste ist das von historisches Stickmuster. Natürlich ihr gratis Muster. So schön. Ihr habt bis zum 15. Januar das herunterzuladen. Es ist gratis und es ist schön. Und man muss nicht das ganze Motive, man kann eben all die einzelnen Ornamente machen, wenn man will. So schön. Verpasst es nicht. Und dann Shannon Christine Designs, sie hat auch ganz viele Freebies zu Weihnachten ausgegeben. Die habe ich auch ausgedruckt und die werden gut. Die sind nur 30 Stichen bei 30. Ganz klein, aber so herzig und süß und gratis. Wieso nicht? Wieso nicht? Dann, was sind meine... Okay, und dann werde ich ganz viele... Ich habe vieles aufgekittet, es ist noch nicht ein Neustart. Nächste Wochenende, ich gehe weg mit 3 von den tollsten Frauen, die ich durch Kreuzstich und Flosstube und Steckmühlchen treffen in Stuttgart kennengelernt habe. Und wir werden ein Airbnb mieten für ein Wochenende. Und werden nur Stichen schicken, schicken. So, ich habe ganz viele Projekte, die ich mitbringen will. Der erste ist von Doreen Jones, Amelia's Cross Stitch Stash. Natürlich, man kann die Namen ändern. Amy's Cross Stitch Stash. Das werde ich mitbringen. Ich mache das auf einen Opalescent, einen weißen. Das wohnt hier in diesem neuen Dings. Dann habe ich auch gratis von Brooks Books, das ist, das heißt The Stitcher's Alphabet und es ist jede Buchstaben, natürlich ist es auf Englisch, okay, B ist für Button, A ist für Aran, aber das wollte ich schon lange machen, ich habe die ersten 4 Buchstaben gekittet in diesem, mit dem Stoff, das wird jetzt in einem schönen Tasche kommen. Das wird mitkommen. Ich hätte es lieber auf weiß getan, aber eben, es gibt oft weiß hier vorne. Und ich dachte, es braucht, es muss, dass man es sehen kann. So, es braucht ein etwas dunkler. Und darum habe ich das genommen. Dann, auf diesem selbst gefärbten Stück Stoff, werde ich dieses hier, das heißt Magical Signpost, es ist von Helena Kowalczyk vom Cross Stitch for You. Schau, es ist, so in diese Richtung Hogwarts, diese Richtung Narnia, Neverland, so schön. Alle diese Bücher oder Filme haben ich und meine Kinder sehr lieb. Ich habe Peter Pan und Harry Potter und Narnia, der erste Buch, vorgelesen und Alice im Wunderland habe ich auch vorgelesen und so
Das werde ich anfangen. Und ich möchte das zeigen. Ich habe von Stitch Ilonka diese ganz, ganz tollen Fadenhälter. Sie, ich meine, okay, wenn ich für mich persönlich nähe, es ist mir nicht egal, ob, ich meine, dieses Ding, ihr seht, es ist kein richtigen rechteckig, okay? Es ist nicht gerade. Mir egal. Manchmal funktioniert die Nähmaschine nicht so richtig und macht irgendwelche Probleme. Mir egal, das ist für mich persönlich. I don't care. Ilonka verkauft diese Sachen in ihrem Laden und es sieht professionell aus. Es ist ihr nicht egal. Sie macht es wirklich gut. Ich kann es wirklich, wirklich ohne Zweifel sagen, ihr sollt sowas kaufen. So habe ich alle Farben für diesen Vorlage hier da drin. Dann möchte ich die zwei Biscornus von Vintage, von Snowflower Diaries und Vintage Tulip Design, die wir beim Stitch Basel bekommen haben, die möchte ich anfangen. Das ist in einem. Dann, ich habe auch gar nicht den Scissor Farb gemacht mit dem Edelweiß. Das ist hier drin in einem. Und dann zuletzt möchte ich das, was ich von Stitch West bekommen habe, dieses schöne. Das ist auch alles gekittet und das möchte ich dann anfangen. So, ich werde ganz, ganz viele neue Starts. Wow, ich habe, das ist nur die Hälfte, als was ich auf Englisch, ihr merkt, ich kann besser schwätzen auf Englisch als auf Deutsch. Das stimmt. Aber ebenfalls, ich freue mich. Ich will alle diese Projekte fertig haben und eben, die werden nicht fertig, wenn die nicht angefangen werden. So, das werde ich machen. Ich hatte eine sehr schöne Weihnachtszeit und Neujahrszeit mit meiner Familie. Ich habe ein paar Tage für mich genommen. Der zweite Weihnachtstag, finde ich, ist der beste Feiertag in das ganze Jahr. Weil ich musste gar nichts machen. Es gab Restessen. Ich musste nicht kochen, musste gar nicht in den Küche gehen, außer wenn ich mich selber etwas zu essen geben möchte. Ich bin in Pyjama geblieben und ich habe nur gestitcht und gelesen und Filme geschaut. Das war ein toller Tag. Alles ist zu, ich kann nichts anderes. Alle Kinder sind zufrieden. Zweite Weihnachten ist der beste Weihnachtstag. Und dann auch am Neujahrstag und da habe ich nichts gemacht. Das war ein wundervoller Anfang zu dem neuen Jahr. Ich habe wieder nicht gekocht. Ich bin im Pyjama geblieben den ganzen Tag. Bin nicht aus dem Haus gegangen. Und das war fantastisch. Fantastisch. Es war sehr schön, meine Tochter hier zu haben. Und ja, mit der ganzen Familie. Wir hatten eine sehr schöne Zeit zusammen. Aber als Mama, es liegt immer auf meinen Schultern, dass der ganze Feiertag schön ist. Ja? Ihr kennt ja das auch. Mein Mann natürlich, er macht mit, aber eben, ich bin dafür verantwortlich und er hilft. Und ja, es ist immer schön und die sind immer froh, aber es ist viel Arbeit. Und darum, zweiter Weihnachtstag, das ist für mich. Ich mache gar nichts. Und er hat natürlich alles aufgeräumt und alles, aber eben das vorher. Aber ach, die haben sich so riesig gefreut, gell? Und es sind alle die Kleinigkeiten. Es ist gar nichts, was teuer ist. Niemand hat irgendetwas bekommen, das über, was, 60 Franken war. Und nur einmal davon, gell? Aber das, was die haben alles geliebt und ach, die freuen sich und die ganz Kleinigkeiten, ach, die Überraschungen, das lieben die. Das lieben die. Und ich liebe es, zu kaufen und zu finden und zu schenken. So, es war wirklich eine sehr schöne Zeit. Wir hatten ein sehr langes, gutes Gespräch mit meinem Sohn. Der hat auch ein ganz schönes Weihnachten gehabt. Die Familie seiner Freundin sind so nett und lieb zu ihm. Und das finde ich schön aus meinem Mama-Herz. Ich liebe das. Ich bin sehr dankbar dafür. Ja.
Ich hoffe, ihr habt auch so eine schöne Zeit und einen guten Rutsch im neuen Jahr. Und ich glaube, ich komme dann am Ende Januar wieder zurück, um alles zu zeigen, was mein Fortschritt war, was ich erledigt habe an diesem ganz tollen Stitchy Weekend. Ja, ich, wie gesagt, vielen, vielen Dank all die neuen Zuschauer und ich hoffe, ihr bleibt und ja, bis in 3 Wochen oder so. Tschüss!